Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avarion hier auf diesem Kanal zusammen mit dem Luke. Einen wunderschönen, mein Lieber. Einen wunderschönen. So, ja, wir machen hier einfach mal ganz unverhofft weiter. Ich weiß zwar noch nicht mit was, aber ich habe mich gerade eben ertappt, wie ich so ein bisschen durchs Baumenü geschlendert bin. Und ich überlege gerade, ob ich das Schiffchen hier umbaue. Da haben wir genügend zur Auswahl, also, ne? Das kann ja man ja mal machen, ne? Kann man machen. Okay. Das heißt, wir brauchen für den ganzen Spaß 5 Millionen Xanion. 5 Millionen Xanion. Das heißt, wir werden jetzt unser Mining-Schiff schnappen. Was im Nebensektor noch parkt. Ja. Werden unsere Schiffe hier rüberziehen, dass wir was zur Verteidigung da haben. Und dann sehen wir mal zu, dass wir unser Schiff mal verklatschen mit ein bisschen Ressourcen. Also, in Schiff, in Sektor wechseln. Schauen wir doch mal. Schilde schützen dich nicht vor Kollisionen. Musste ich schon feststellen. Ja. So, das heißt, das Ding muss ich nachher auch umbenennen. Ja, Madrosi kommt mal rüber. Und du kommst mal bitte hier hin. Was ist hier los? Dein Schiff hier, Madrosi, wird angegriffen. Piraten greifen den Sektor an. Really? So, ich kann ja sagen, Jäger, holt euch die Bistkerle. Du bist im Sektor, ne? Ja. Yeah. Also kann ich meine Yamatosi problemlos hier rüberholen? Ja. Okay. Ach, die ist ja schon hier. Ups. Befehle. Du bist mal auf alle Feinde angreifen. So, was sagt dein Inventar, kleines Schiffchen? Naja, ne? Aber ich meine, ich habe in der letzten Schlacht noch ein paar Airbergbauleser abgreifen können. Kein Schaden an Metall in Altmetalle. Das ist dumm, dann machen wir lieber Material. Ich muss feststellen, bei mir kommt das Spiel an die Grenzen, wenn ich meine Jäger auch noch mit starte. Das ist normal. Das ist, wenn die ganzen Jäger starten, dann ist das Spiel überfordert. Das liegt auch nicht an dir, das liegt einfach nur daran, dass das Spiel damit überfordert ist. Das muss ich bei mir auch schon feststellen. Was habe ich dazu hingebaut? Airbergbau, okay. Und dann noch irgendwo ein Airbergbau-Laser mit zwischen? Ramsch repariere. Reparaturleser, Reparatur, Tesla-Kanonen, bla 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 bla. Nö, brauchen wir alles nicht. Wir haben genügend Verteidigung. Gut, die denn zuweisen. Das ist ja schon mal 1A. 1A mit Sternchen. 1A mit Sternchen. Der Witz ist, ich wähle den Turm aus, klick ihn an, drück die Taste 1 und drück einmal A für automatisieren. Spart viel Zeit. Das ist immer 1A. So, gut. Dann gehen wir jetzt mal gekonnt auf die Suche nach Xanion. Subsysteme. Gib mir mal die Seltenheit her. Erhöht die Distanz. Bladiblub. Ich hab schon nur ein gelbes drinnen, ne? Hast du noch ein exotisches Bergbausystem bei dir rumflattern? Leider nicht. Okay. Dann machen wir das anders. Es wird wie mit der Steuerung klarkommen, ne? Ja, wenn man jetzt davor Dyson aufgenommen hat und dann das dazu aufnehmen soll, das ist dann schon ein bisschen verwirrend, ne?
Aber einfach wäre ja zu einfach. Einfach kann jeder, Luke. Einfach kann einfach jeder. Weil einfach einfach einfacher ist. Ich, ja. Und nobody sagt, das wird einfach. Jetzt sagt mir nicht, ihr habt hier schon alles leer gegrast. Das wäre jetzt hart belastend, weil ich muss ja irgendwie auf die Kohlen kommen. Ups. Jo. Sie haben alles leer gegrast. Verdammte Axt. Also. Rückwärtsgang und Abfahrt. Warte, was könnte ich auch anders machen? Envy Nordpol. Mining-Schiff? Du kannst mehrere Schiffe gleichzeitig markieren, nicht wesig. Flieg mal da hoch. Hallo? Hallo? Das funktioniert ja super. Das bedeutet aber, wir müssen einen Sektor weiter runterhüpfen. Das kannst du mal machen, weil du kannst ja gleich mal im Sektor gucken, was da los ist. Vielleicht gammeln da ja irgendwelche Asteroiden rum, die ich mal kurz abgrasen kann. Ja, du denkst auch nur wieder ans Grasen. Ja, na klar. Nein, doch. So, wo ist denn noch was Gelbes? Da ist was Gelbes. Wenn ich dann bitten dürfte, einmal nach rechts rüber zu hüpfen. Ups. Na komm schon. Sprungroute berechnet. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier hüpf. Ja, ich habe gerade eben schon zu Luki gesagt, wenn die Staffel hier irgendwann mal vorbeigehen sollte, habe ich bereits das nächste Projekt in den Startlöchern von Avorion. Diesmal was ganz Verrücktes. Oha, oha, oha. Also macht euch gefasst. Es wird wild. Es wird richtig wild. Wird lustig. Ach übrigens, Luki, was ihr noch nicht erzählt habt, ne? Wir spielen das auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. So, was hier los? Hier gibt es ja zumindest Asteroiden drin, das ist schon mal gut. Dann, wenn ich einmal bitten dürfte, Autopilot, alle Feinde angreifen. Ruckel, ruckel. Man gewöhnt sich ja irgendwann dran, wenn man weiß, wo das Problem liegt. So, alle Jäger gestartet, läuft wieder flüssig. Perfekt. Dann, wenn ich mein Mining-Schiff einmal hier rüber bitten dürfte und gleichzeitig einmal mein Abwrackschiff hier rüber bitten dürfte. Skidush, danke. Du bist bitte einmal damit beschäftigt und baust die Asteroiden hier im Sektor ab. Und du bist bitte einmal damit beschäftigt und verschrottest die Wracks, die ich jetzt erzeuge. Und dann heißt es eigentlich nur eine Sekunde abwarten, also nur einen kleinen Moment. Und dann sollten sich hier die Probleme von ganz alleine lösen. Sollten. Das sieht auch schon soweit gut aus. Ja, ich überlege, ob ich irgendwann mich hier einmal hinstelle und eine Waffenfabrik baue, dass wir unsere eigenen Türme bauen können. Hm. Das müssen wir dann aber zusammen machen, weil dann müsstest du dich auch hinstellen und ein paar Produktionslinien aufstellen. Du weißt ja, wie das funktioniert. Jo. Na, für Zielcomputer und so eine Scheiße. Dass wir uns quasi unsere eigene Geschütztürme bauen. Kriegen wir hin. Ja, und dann heißt es jetzt im Prinzip erstmal Farming betreiben, dass wir 5 Millionen Xanion zusammenkriegen. Oha. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Ja klar. Wir sind da flexibel, Luki. Ah, das Gepiepe geht mir auf den Sender von den Torpedos, ne? Ach.
Was ich auch nicht checke, ist, warum der Autopilot noch nicht so intelligent ist. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Und sagen kann, okay, alles klar, die Jäger greifen das Schiff an und mein Hauptschiff greift die anderen Schiffe an, sag ich jetzt mal. Nein, das wäre doch zu einfach. Weißt du, das wäre cool. Wenn das noch funktionieren würde, das wäre so richtig geil. Aber wo ein Wille, dein Weg. Ich meine, ich mag das Spiel. Das Spiel ist cool. Ja, hat was. Nicht umsonst sind wir in der zweiten Staffel. Das ist auch richtig. Ja, es gibt ja, und es ist ja egal, wie rum man es baut, es gibt ja immer was Neues zu entdecken. Finger weg von meinem Mining-Schiff? Nö. Die zerschießen mir gerade mal Mining-Schiff, die Penner. Zup, 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 zup. Oha, da schlägt aber irgendwie Granate. Bombschiff weg. Ja, ran da, Digga. Mein Schiff hält auch nicht ewig. Rein ins Gefecht, so nur rammst du weg. Autopilot, alle Feinde angreifen. Boah, da kommt die nächsten. Ja. Aber sie sammelt fleißig Ressourcen. So, wo ist denn jetzt meine Lübeck da? Na, hast du Stein torpediert, Trottel? Nein. So. Autopilot, alle Feinde angreifen. So, das hast du jetzt davon. Ich brauche echt mehr Piloten auf dem Vogel hier. Bei mir starten... Oh, ja, doch, eindeutig. Da brauchst du mehr Piloten. So, Sektor gesichert? Nein, immer noch nicht. Bom. Ey, muss ich da selber hinfliegen, oder was? Anscheinend. Ach, komm schon. Da geht doch noch was. Das wäre sonst zu einfach. Oder nicht? Schick doch mal ein paar Raketen los hier. Ich hab doch genügend Bewaffnung an Bord. Attacke, drauf da, gib alles. Yeah. So muss das aussehen. Fein, Sektor gesichert. Wir haben ein Problem. Du hast ein Problem? Captain, wir haben ein Problem. Wir haben einen Marderschaden. Ein Marderschaden. Geschwindigkeit ist derzeit nicht möglich. So, rennen ins Mining Schiff und dann fliegen wir doch einfach mal zu den Asteroiden hier hin. So. Okay. Xanium, wir brauchen viel Xanium. So, baut ihr die umliegenden Dinger dann wenigstens mit ab, wenn ihr auf Verteidigungsmodus steht? Nein. Es fehlt natürlich wieder hier, ne? Ein Krampf? Wattenkrampf, du. Was war denn jetzt an dem System hier so geil, dass ihr euch unbedingt hinstellen musstet und ihn verteidigen musstet? Irgendwas Geiles muss es hier doch geben. Das macht dir doch nicht auch Spaß. Bestimmt ein Container oder irgendein Wrack. Mit Sicherheit, Luki, mit Sicherheit. Und
Kannst du hier irgendwas markieren, wo ich mal hinspringen kann? Aber willst du ein paar Blips erkunden oder was? Ja, weil ich krieg irgendwie keine und ich habe auch gerade ein System frei, um was reinzupacken. Warte. Dafür muss ich das Schiffchen wechseln. Okay. Also, du kannst. Dann habe ich einen Notruf. Du hast. Hier. Okay. Kann ich sie dir nicht in den Chat posten? Hier. Direkt links daneben. Da und da. Okay, dann mache ich erst den. Und dann springe ich mal in den Notruf da. Alles klar. Aber denk dran, ne? Lass dir nicht die Schiffe zerschießen. Nee, nee. Nicht, dass das hier einen Rage Crit gibt. Nicht so wie auf dem Server. Wir sind hier nicht bei Call of Duty. Ja. Ich sag mal so, auf dem Server spiele ich schon gar nicht mehr. Da habe ich keine Lust mehr. Ja, was soll ich tun ohne Eisen, ohne Geld, ohne Titan? Ich habe ja nichts. Ja, da fängt man dann als Drohne klein an, ne? Nee, alles weggeschossen. Fünf oder sechs Mal. So, und im Anfangsgebiet ist schon alles weggegrast. Ja, das wird, wenn der Server neu startet, was ja irgendwann passiert, er zieht ja oben auf den anderen Anbieter. Wenn das soweit ist, dann wird das auch definitiv zufallsgenerierte Startgebiete geben. Die werden nicht mal alle im selben Sektor starten. Das ist angenehmer. Das wurde mir auch schon mehrfach geschrieben jetzt. Das wird auch so passieren, dass die Startgebiete definitiv zufällig basierend sind. Und ja, mal gucken. Vielleicht, bis das soweit ist, schafft man ja auch den klassischen Spielmodus mal wieder auszupoolen, weil der ist ja jetzt hier nicht schlecht. Nö. Ne? Aber das mache ich dann in Absprache mit der Community. Da wird es dann auch noch eine Umfrage auf dem Discord geben, wie das aussieht, was, wo, wie, wann die Leute das haben wollen. Und da gibt es auch mehr wie 4 Slots. Na, dann ist gut. Wird auch für den Server wird dann auch ein Spendenlink mit in die Videobeschreibung reingepackt, falls irgendjemand sagt, Mensch, hier, pass auf, alles klar, ich möchte dich da unterstützen. Na, dann kann er direkt für den Server was einzahlen. Und so, ne, refinanziert sich das Ganze dann irgendwann vielleicht auch. Jupp, hier ist Action. Und ist bei dir Action, sehr schön. Erstmal was zu tun, sagst du. Boah, da müssen wir aber noch einiges fahren bis 5 Millionen, Freunde. Also hast du gerade Zeit und Lust? Nee. Weder das eine noch das andere. Okay. Nein, ich will die Scheiße auch nicht wieder einsammeln. Ich schmeiß das doch extra weg, deswegen. Was denn, leck mich doch. Alle Feinde. Nein, nicht alle Feinde angreifen, sondern immer Türme drauf. Hier, Asteroiden abbauen, komm, mach. Hauptsache, du tust was. Flap, 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 flap. Aha. Eine große Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Oh. Warte mal, kann ich hier nicht mittlerweile Klugkapseln bauen? Produktion, Flugschreiber, Klugkapsel. Da. Geht doch. Du kannst ein beschädigtes Schiff nicht editieren. Bitte repariere es zuerst. Na.
Ja. Wo willst du hin? Noch, ja. Da ist einer. Ich bin erstmal von den Jägern gejagt. Jetzt lässt du doch eh gleich ab. Und dann kommt meine Flotte von hinten. Bomb. Kaputt. So, stürzt euch mal am besten. Genau, auf den sollt ihr euch stürzen. Perfekt. Da geht der Schildbad drauf. So, Sektor gesichert. Und da ist die Hülle weg. Sehr schön. Denkt dran, wer es anleckt, darf es behalten. Ja. Ich bin ja auch noch im Gefecht. Was denn? Ich habe auch nur ein bisschen Schaden genommen. Oh, sehr schön. Bin aber alles noch im grünen Bereich. Läuft mit dir um den Boden lang, was du. Da kommen die Flug. Da kommen sie. Da kommt die Armee angeflogen. Direkt auf Abfangkurs. Und der hat ja auch nicht mehr viel. Doppel aufbereitender Bergbau aus Trinium. Verdammt. Kriege ich da das Zweifache an Ressourcen raus? Na komm schon. Das glaube ich eher weniger. Nein, ist auch nicht so. Kaboom. Na komm schon. Geht doch. Kaputt gemacht, sehr schön. Ja, liebe Freunde, aber ich gucke gerade auf Uhr. Wir haben mal wieder eine 20-minütige Folge rumgebracht. Passt. In dem Sinne... Würde ich sagen, Piraten greifen den Sektor an. Dann warten wir das so lange noch ab. Die haben aber auch ein Timing, ne? Da platzen die mitten in die Abmoderation rein, die Frechen. Das ist ja... Ja, gleich. Die kriegen gleich ein paar Anwürfe. Gleich auseinandernehmen. Ja, ist auch schon in Gange. Was wird hier torpediert, wa? Das hättest du nicht machen dürfen, Kollege. Und ein Superbandit. Der ist ja super. Oder tankt der super. Und weg. Ja, unsere Schiffe freuen sich ein Loch. Ne, die sind direkt da im Gange. Hinter, abracken, geil, Stoff, gib her. So, Freunde, in dem Sinne jetzt aber, ne, würde ich sagen, wenn euch das gefällt, was wir hier fabrizieren, dann gerne kommentieren und abonnieren. Däumchen wäre ein Träumchen. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr kein Chaos-Video von uns verpasst. Und in dem Sinne, ganz klassisch, ganz entspannt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao. Auf Wiedersehen.